Und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honker, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Hast du aber noch was auszusetzen? Wenn dem Premierenpublikum schlecht wird und es sogar eine Zusatzvorstellung gibt, weil der Andrang so groß ist, dann will das wirklich etwas heißen. Fatih Akins Der goldene Handschuh hat die Zuschauer auf jeden Fall beeindruckt, positiv wie negativ. Seine Vorlage, der Bestsellerroman von Heinz Strunk und natürlich der echte Serienkiller Fritz Honker. Herr Honker weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Fritz Honkers Taten schockierten Mitte der 70er die Bundesrepublik. Vier Frauen vergewaltigte Honker, brachte sie um und zerstückelte ihre Leichen. Guten Abend, die Damen. Dann lebte er über Jahre hinweg mit den Leichenteilen in seiner Wohnung. Aber nicht mehr lange, denn ab heute wird zurückgepöbelt. Multitalent Heinz Strunk hat aus dieser Geschichte einen Roman geschrieben und Kultregisseur Fatih Akin hat ihn jetzt verfilmt, Der goldene Handschuh. Ist ein bisschen rau, aber stark. Fatih Akin verdichtet Romanvorlage und Realität zu knapp 2 Stunden Film. Die Verfilmung dreht sich dabei fast ausschließlich um die Hauptfigur zur Zeit der Morde. Wo das Buch ausgiebig Fritz Honkers Charakter und Hintergründe aufbaut, bevor er auf den Seiten mordet, steigt Akin direkt in den Horror ein. Durch schmerzhaft lange Einstellungen macht er bewusst, wie schwer und wie hässlich es eigentlich ist, einen Menschen zu töten. Aber auch eine übliche Horrorbildsprache wird verwendet. So sorgen typische Jumpscares zwischendurch für kurze Ausbrüche aus der grausigen Gewalt und dem Ekelhorror. Und wer sind Sie? Herr Honker. Neben der unangenehm realistischen Gewaltdarstellung ist auch das Szenenbild nah an der Realität. Bei der Ausstattung von Honkers Wohnung und der Kneipe zum goldenen Handschuh haben sich Akins Szenenbildner und Art Director detailgetreu an den Originalschauplätzen orientiert. Doch wer ist Fritz Honker? Wie sich herausstellt, ein Mensch mit einer trostlosen Vergangenheit. Geboren wurde er in Leipzig als 3. von 10 Kindern eines alkoholkranken Zimmermanns und einer Putzfrau. Als Junge kam er ins Jugend-KZ und danach ins Kinderheim. Angeblich wurde er oft misshandelt und verprügelt. Seine Maurerausbildung musste er abbrechen wegen einer allergischen Reaktion auf Zement. Ein Selbstmordversuch scheitert. Mit 16 floh Fritz Honker nach Westdeutschland und arbeitete dort auf Bauernhöfen. Seine letzte Station war Hamburg, wo er eine Anstellung als Werftarbeiter fand. Kurz darauf geriet er in einen schweren Verkehrsunfall. Eine zertrümmerte Nase und ein starkes Schielen entstellen von nun an den kleinen, schmächtigen Mann. Mit seiner Entstellung wuchs sein Minderwertigkeitskomplex und sein Frauenhass. Nee, das ist mir zu hässlich. Nach einer gescheiterten Ehe zog Honker nach Altona und glitt endgültig ab ins verruchte und sozial verwahrloste Reeperbahn-Milieu. All das wurde geschürt von Honkers schwerem Alkoholmissbrauch. 1970 mordet er zum ersten Mal, 1972 vergewaltigt er eine Frau und 1974 und 75 folgen dann 3 weitere Morde. Im Gerichtsprozess wurde Honkers psychischer Zustand von seinem Verteidiger als schwere seelische Abartigkeit mit Krankheitswert bezeichnet. All diese für die Realität und die Romanvorlage fundamentalen Faktoren des Falls Honker werden im Film bewusst nicht behandelt. Denn Akin macht nicht den realen Honker, menschliche Abgründe oder das Milieu zum Thema des Films, sondern die Gewalt und den Horror aus Honkers Leben. Laut Akin soll der Film erschrecken und Angst machen. Dabei habe ihn die Darstellung der Hintergründe eher gestört. Im Film wird von Honker deshalb nur das narzisstische, sadistische Monster gezeigt, das sich seinen Trieben und Komplexen hingibt. Im Kontrast zum Buch Honker bietet der Film Honker so keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch einen Menschen im Mörder zu sehen. Die Zuschauer sehen nur noch ein Scheusal. So lenkt Akin den Fokus weg vom Menschen und auf die Gewalt gegen Frauen. Die Gewalt wird zum eigentlichen Protagonisten. Verstärkt wird dieser Effekt auch durch eine äußerliche Entfremdung. So sieht Honker im Film wegen seines Buckels sogar noch hässlicher aus, als er im Buch beschrieben wird und als er in Wirklichkeit war.
Wenn er so durchs Bild humpelt, hat das sogar etwas grotesk-komisches. Akins Honka wird zu einer Karikatur des Schlechten und Bösen. Herr Honka, auf Wiedersehen. Einen schönen Feierabend wünsche ich Ihnen. Ein Kontrast zu diesem Monster sind im Film Honkas Opfer, die älteren Frauen. Mit ihnen fühlt der Zuschauer mit. Vor allem Gerda Voss ist, wie auch im Buch, sehr präsent. Sie entspringt allerdings der Fantasie von Heinz Strunk. Ach so, hier, Brust. Wohl sein. In seinem Buch steht sie stellvertretend für die realen Frauen der Hamburger 70er Jahre, die vom Leben gezeichnet in St. Pauli am Tiefpunkt angelangt sind und die der reale Honka nicht ermordet hat. Na los! Im Film wiederum kann Gerda gerade noch entkommen. Was stinkt denn da so? Wieder ein Kniff Akins, den Film Honka so dunkel wie möglich zu zeichnen. Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhen. Ja, da gehen auch normale Menschen rein. Auf die Nebenhandlung um den Hamburger Geldadel geht der Film nicht ein. In der Romanvorlage hat diese eine relativierende Funktion. Denn sie zeigt, dass es Alkoholismus, menschliche Abgründe, Gewalt und Frauenhass in jedem Milieu gibt. Und dass zwar nicht jedermann mit derartigen Problemen zum Mörder wird, es aber ein sehr schmaler Grat ist. Akin verwendet zwar drei der Figuren aus diesem Handlungsstrang, aber er wandelt sie ab. Womöglich genügt ihm der Fokus auf Honkas Ekel- und Gewaltblase. Stattdessen nutzt er Willi, Petra und Karl für kurze Ausflüchte und, mit Hilfe von Heinz Strunks komischen Dialogen, für Lacher zwischen den Gewaltexzessen, damit der Zuschauer mal durchatmen kann. Dornkart, Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkart trinkst. Und heißt Max? Nee. Peter. Der Film ist in mancher Hinsicht also sehr realitätsnah. Die ausgiebige Darstellung des Tötens und der Vergewaltigungen sowie das detailgetreue Szenenbild verankern den Film im schaurigen Mordrausch des realen Honka. Daimler ist Daimler. Weiß Bescheid. In mancher Hinsicht ist der Film aber auch realitätsfern. Akin spitzt den Film Honka zur abstoßenden Essenz des lüsternen Gewaltverbrechers zu. Dadurch macht er die Gewalt gegen Frauen zur eigentlichen Hauptfigur. Fatih Akins Der goldene Handschuh greift also Aspekte aus dem Buch und aus der Realität auf. Er strickt sich daraus aber auch eine eigene Geschichte mit eigener Agenda. Akin will uns mit Horror und mit realitätsnaher Gewaltdarstellung schocken. Für uns Männer, so, wenn wir so eine Darstellung haben, dann, oh je, also das geht mir zu, das ist mir zu heftig. Da wollte ich eigentlich hin. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Ist ein bisschen rau, aber stark.